Hey, liebe Leute, ein weiteres Bunnyhop-Video hier im Kanal. Einfach mal, um ein Detail zu beleuchten, wo ich immer sehe, das ist so der Bunnyhop-Killer bei vielen Fortgeschrittenen, die gut im Bunnyhop dabei sind, es zu lernen, aber wo man sieht, da mangelt es noch an einer Geschichte, und zwar, das ist die Sprungkraft. Und das ist direkt mehrere Faktoren, die das sind. Dieses Detail habe ich jetzt gerade in letzter Zeit so häufig gesehen, deswegen ein Video dazu. Was macht dann den guten Bunnyhop quasi unmöglich? Also ich kenne selbst Trainerkollegen, die spät angefangen haben und die noch am Üben sind und die daran dann quasi scheitern für einen sauberen, höheren Bunnyhop. Und zwar ist es so, dass man die Sprungkraft aus den Beinen braucht. So, das werdet ihr jetzt allen Tutorials kennen, um wirklich einen dynamischen Bunnyhop hinzukriegen. Aber wenn man die Anweisung hat, man soll das Fahrrad nach vorne beschleunigen, was erstmal gut klingt, aber man soll das primär mit den Beinen machen. So, das kann man zum Beispiel bei einem Manual Impuls, wenn man nur in Manual gehen will und da bleiben will im Manual, kann man das gut machen. Wenn man das aber beim Bunnyhop macht, hat man das Problem, dass dann dadurch, wenn man das Fahrrad nach vorne schiebt, die Beine sich schon strecken. Und dann hängt man quasi da, Beine sind gestreckt, man ist in Manual Position. Und kann jetzt nicht mehr richtig hochspringen. Sehr schwer nach vorne zu kommen. Und das habe ich wirklich schon so oft gesehen. Das Problem ist, wenn jemand das beim Üben hat, und klar, man kriegt dann schon noch irgendwie einen Hop hin mit geraden Beinen, kann man immer noch irgendwie die Hüfte nach vorne bringen. Man kann da so einen Bunnyhop machen, aber die Sprungkraft fehlt. Und wenn ihr bei allen guten Fahrern mal guckt, ist es wichtig, auch wenn es kleinere Leute sind, es können nicht nur bei großen, selbst bei kleineren Leuten, ich habe extra mal eine Videorecherche gemacht mit sehr kleinen Leuten, auch die machen mit Mountainbikes so, dass sie den Manual Impuls mit viel Preload machen und dann das Rad nach vorne beschleunigen mit den Armen, damit sie mit den Beinen noch springen können. Schaut es euch mal an. Also man sieht es ganz häufig, dass Leute einen Manual Impuls machen, entweder weil sie nach oben hinten wollen mit gestreckten Beinen oder weil sie das Rad sehr nach vorne beschleunigen mit den Beinen wollen, sind die Beine sofort beim ersten Impuls gestreckt. Wie beim Manual wird das so aussehen. Also, geht gut für den Manual Impuls. Schaut es euch nochmal genau an. Das Problem ist, aus den gestreckten Beinen kann man nicht mehr so explosiv hochspringen, als wenn die Beine noch gebeugt werden. Also, das heißt, wie ganz oft beim Lernen von Techniken, es kann sein, dass ihr jetzt schon sehr viele Manual Impulse so gemacht habt mit schiebt das Rad aus den Beinen nach vorne oder streckt die Beine für eine Oben-Hinten-Bewegung. Das war auch eine Zeit lang so total die Anweisung im Fahrtechnikbereich. Und ihr habt das jetzt schon so drin, so verinnerlicht, dass ihr jetzt quasi mal auf Reset drücken müsst und sagt, nee, ich muss anders machen. Ich verlinke euch unten mal ein paar Videos, wo das ganz ausführlich beschrieben wird, wie ihr das mit der Armarbeit macht, wie ihr den Preload richtig nutzt. Jetzt mal ein bisschen eine Kurzübung, eine Kurzfassung. Also ohne Rad sieht es halt so aus, diese Sprungkraft zu nutzen. Bitte Schienbeinschoner anziehen und falls ihr vom Pedal abrutscht, das kann leider immer mal passieren am Anfang. Dann kann man das auf dem Rad probieren, dass man sich so ein bisschen hinten reinhängt und anfängt, kleine Sprünge zu machen. Und dabei achtet, dass man die Sprungkraft voll nutzt. Das wäre der eine Teil. Man kann es natürlich auch, wenn man die Reihenfolge genau umdrehen will, nochmal einen Manual-Impuls üben, dass man sagt, die Beine extra gebeugt lassen. Das kann man wirklich spüren. Und nehmt euer Handy, filmt euch mal, nehmt die GoPro, legt die auf eine Mauer, macht die Slow-Mo an in der Videoanalyse, dann seht ihr das sofort. Schreibt mir in die Kommentare, ist das vielleicht euch schon mal passiert? Ich kann das in Kursen und wie gesagt, selbst bei Kollegen, weil ich auch Trainerfortbildung mache, immer mal wieder sehen, dass dieses Fehlerbild auftritt. Deswegen guckt euch es mal genauer an. Und ich habe es jetzt auch ein bisschen übertrieben vorgemacht, dass ich sehr tief geblieben bin beim Manual Impuls. Also dann waren die Beine noch sehr stark gebeugt. Es reicht auch wirklich, wenn sie ein bisschen gebeugt sind. Weil dann hat man immer noch genug Sprungkraft. Je nach Körpergröße, Fahrradgeometrie ist es manchmal so, dass es halt nur ein bisschen geht. Aber das reicht. Das ist besser, als wenn die Beine ganz gestreckt sind. Filmt euch mal und schaut es euch bei euch an. Ja, bleibt dran, gebt nicht auf, wirklich strukturiert, häufig üben, mehrfach die Woche auf jeden Fall,
Schemantone an, aufs Rad, und das geht auch gut im Winter. Straßenlaternen sind an. Dann würde ich sagen, viel Erfolg und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!